Ich dachte eigentlich, ich hätte diesmal alles richtig gemacht. Ja, das war bevor ich die Spinnen angegriffen habe, nachdem ich hier drin war. Sure. Moment, er hat gesagt, ich soll ins Wasser gehen und einen Stein wählen. Das Wasser ist hier. Oder habe ich was verpasst? Weil hier hat sich ja auch nichts verändert, oder? Nein, auf die andere Seite von hier komme ich nicht. Hier ist eingestürzt. Ja, wie jetzt? Hier komme ich auf jeden Fall nirgends durch. Hier ist überflutet. Das sind halt so die Rätsel, die ich eigentlich in Rollenspielen auch mag. Aber hier muss man auch immer ein bisschen vorsichtig vorgehen. Der Steinkopf bleibt stumm. Er hat mir den Weg in diesen Raum gezeigt. Der Steinkopf bleibt, glaube ich, auch stumm. Be cautious. Be constant. Jo. Das heißt, hier bin ich falsch. Da bleibt nur noch dieser Raum hier. Ich muss dann mich wahrscheinlich durch die Spinnengrube drängen. Yes. Feuerball. So. Habe ich nicht irgendeine Verwirrungszauber gehabt? Ja, Verwirrung. Okay, der geht voll daneben. Alof, zieh dich zurück. Palegina, du heilst dich am besten mal. Und Alof? Das kannst du ja. Ja, das kennen wir schon und es ist vorbei. Ja. So, die Giftsäcke einsacken. Sure. Und ja, dann haben wir nur noch die Auswahlmöglichkeit, uns da durchzuzwängen. Dieser große Tunnel verschwindet unter dem Boden und führt dann weiter nach Osten. Er wird von einem Netz aus glitzernden seildicken Fäden versperrt, unter denen du vielleicht hindurchrutschen kannst. Die Wände unter dem Netz fühlen sich schwach und brüchig an. Mit dem richtigen Werkzeug kannst du den Durchgang vielleicht erweitern. Das Netz durchbrechen. Sie lassen mich mit beträchtlicher Kraft eher das Netz entfernen lassen. Er dadurch durch das schwere Netz durchhacken und schlagen. Als du die einen Gang freilegst, gräbt sich die nadelspitze Stimme wieder in deinen Schädel. Eindringen, verfolgen. Du bekommst es nicht. Du hörst ein hungriges Rascheln. Jetzt fresst. Krabbel die Kreatur mit meinem Mundwerkzeugen strömen aus den Wänden. Ach, kleine Spinnen. Wir haben das Spinnennest wohl. Gefunden. So.
Liebe Netz, finden Baum von Tunneleingang herab. Der Gang ist jetzt passierbar. Den Tunnel betreten. Oh. Oh, jetzt sind wir hier gelandet. Oh, die Spinnen haben eine Falle ausgelöst. So. Warum sagt mir mein Gefühl, dass ich es wieder mit einer Spinnenkönigin zu tun bekomme? Unter den Stiefeln knirschen und klingeln zerschmetterte Kristalle. Mhm. Okay. Aber hey, das führt mich auf die andere Seite des Wassers. So wie das aussieht. Also das führt mich hier unten rum. Und solange es nur Gespinne ist und keine Geister. Okay. Spinnen, die uns nichts tun. Hey. Edda? Kristallfresser? Nirek, eine in Roben gehüllte, schlaksige Gestalt schlürft auf dich zu und du spürst, wie etwas dein Gehirn durchbohrt. Das Kreischen, das in deinem Verstand eindringt, ist voller Zorn. Grabendes, wieselndes Tier. Die Kreatur hält inne, ihre Mundstücke klackern, als seine Worte wieder deinen Verstand erfüllen und sie von Furcht geschwächt. Mein Vermächtnis. Die Kreatur hält einen eiähnlichen Stein in ihren dürren Fingern. Der weiße Stein leuchtet vor Leben und du spürst eine Präsenz darin. Die Kreatur bemerkt dein Interesse für die Kolonie. Sie neigt den Kopf. Tier ruhig, friedlich, ja? Ihre Gedanken hallen im Inneren des Steins zu dir wieder. Dir kommt der Gedanke, dass ein Teil der Seele der Kreatur in dem Stein stecken muss. Was tust du mit diesem Stein? Vermächtniskolonie. Die segmentierten Mundstücke der Kreatur schaben gegeneinander. Das ist eine komische Kreatur. Immer nur wenige Junge schlüpfen langsam, zerbrechlich. Die Kreatur deutet mit einer behaarten Gliedmaße auf sich selbst. Letzter von Kolonie, bald sterben. Sie zieht den Stein eng an ihre schmale Brust. Lange tote Tiere tun Geistzeug in Metall. Sie deutet hinter sich. Ich bewahre Geistzeug in Stein auf, bringe zu neuer Kolonie. Kolonie alleine ist schwach, Junge sind schwach, leer an Weisheit. Aber zwei Kolonien gemeinsam überleben, machen starke Kolonie. Sie streichelt den Stein, brauche Vermächtnis, um neue Kolonie zu führen, stark zu halten. Ja. Hagrim möchte nicht unbedingt irgendeine Spezies auslöschen, von dem er keine Ahnung hat. Geh, ich greife dich nicht an. Geh und möge Frieden zwischen unseresgleichen herrschen. Da muss ich gerade irgendwie ein bisschen an Mass Effect 1 denken, wo man die Arachnoiden-Königin... Ach Mist, ich habe vergessen, wie diese Aliens heißen. Sind auf jeden Fall riesige ameisenähnliche Viecher gewesen. Die konnte man auch freilassen und die haben einem dann später geholfen. Also sage ich mal, geh und möge Frieden zwischen unseresgleichen herrschen. Ihre schwarzen Augen starren dich an, ohne zu blinzeln. Warme Erleichterung durchströmst deinen Verstand. Frieden und Sanftmut ist kennt. Hendrik geht, bringt Vermächtnis, vielen Dank. Ich hätte vielleicht das obere mit, ich werde dich nicht angreifen, nehmen sollen. Hm. Okay, aber deine Spinnen hast du da gelassen. Uralte vegetarische Waffen. Diese verrossenen und angelaufenen Bronzewaffen werden jetzt wahrscheinlich nur noch für einen Sammler von Nutzen. Irgendwas summt in ihnen, ein verblichenes Übelbleibsel einer Essenz. Welche die Macht die Waffen einst besaßen, sie hat sich schon längst aufgelöst. Und ein Speer. Und ein Level-Up für Alof. Sehr schön. Überleben. Stufe 4 Zauber. 5 Zauber. Kraftwand. Erzeugt eine halbdurchdringliche Barriere, die jedem Feind Schmetterzahn zufügt und jeden Behinderten, der ihn durchschreitet. Verbündete bleiben unversehrt. Klingt schon mal gut.
Entfesselt ein schreckliches Flammeninferno um den Zauberwirk herum. Flammenstrom, also. Dass ihnen in der Umgebung Verbrennungsschaden zufügt. Ich nicht so gut. Nervenfreiheit oder Terror. Führt dazu, dass Feinde im Wirkungsbereich ihre schlimmsten Ängste zu sehen bekommen und geschwächt und verschreckt werden. Bittere Bindung. Das Ziel wird mit der Wirkung bewegungsunfähig belegt und wird zum Anker eines eiskalten Energiestrahls des Zauberers, der allen Feinden in seinem Pfad Frostschaden zufügt. Heimtückische Wolke. Er erzeugt eine Wolke ansteckendem Gift, die jedem innerhalb der Wolke alle paar Sekunden reinen Schaden zufügt, bis er die Wolke verlässt. Seelenlanze. Erzeugt eine Pike aus reiner magischen Energie, die Stichschaden zufügt und wie ein Zauberstab eine Explosion verursacht, die nur Feinde verletzt. Das klingt gut. Dann nehme ich die Lanze auch mal. Frostexplosion. Er zeigt einen üblen Schutzwall aus Eis und eiskalter Luft, der jedem im kegelförmigen Wirkungsbereich Frostschaden zufügt. Entzieht dem Ziel Entschlossenheit und Intellekt und er erzeugt zwei schwächere Ausführungen des Effektes, die auf umstehende Feinde überspringen, sobald der erste Effekt endet. Nee, nehmen wir mal Kraftfahrt und die Lanze. So, Stufe 1 Zauber sind jetzt auch pro Begegnungszauber, vor denen Alor verdammt viele einsetzen kann. Ja. So, das hilft mir aber immer noch nicht mit dem anderen Rätsel. Den Tunnel betreten. Mit diesem Rätsel hier hilft mir das noch gar nicht. Ich habe jetzt zwar die Waffen, aber ich komme mit dem Rätsel hier überhaupt nicht mehr klar. Habe ich da beim Wasser irgendwas übersehen? Weil das Gesicht da spricht überhaupt nicht mehr zu uns. Keep an eye out. Es hat nämlich nur gesagt, ich soll mir einen Stein aussuchen. Im Wasser. Aber mehr sagt es mir auch nicht. Ha. Sind abgenutzt und verblasst, aber die Worte bilden Pflicht vor Interessen. Aha. Tja, das hilft mir leider alles nichts weiter. Und hier unten steht wahrscheinlich auch nicht. Kann WLAN all das in der Expeditionshalle erklären. Alles andere bringt mir nichts. Siegel der endlosen Pfade, Klinge der endlosen Pfade. Das ist das mit dem, genau, die Hauptquest. Asche des Glaubens. Das Kind der fünf Sonnen. Hier ist einfach nichts mehr. Ich sehe keinen Weg mehr, nichts mehr. Du hast auch nichts mehr zu sagen. Kapellenbauten abgeschlossen. Sehr schön. Dann gebe ich doch mal. Viel habe ich ja nicht mehr. Irrgarten, Forum. Irrgarten für mehr Sicherheit. Tja, bringt alles nichts. Was auch immer ich hier hätte finden sollen, ich habe es nicht gefunden. Bis jetzt jedenfalls nicht.